Meine Hand fliegt zum Mars. Und genau da begeben wir uns jetzt auch hin. Zum Mars, meine Freunde, zum Mars. Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht. Und für alle, die es noch werden möchten, können, sollten oder in zukünftigen Paralleluniversen vielleicht dazu gezwungen werden. Man weiß es nicht, du Lieber, und bitte, los geht's. Ja, wir lesen, also du liest, ich höre gespannt zu. Jo. Man muss an dem Punkt auch echt einmal mit vollstem Wohlwollen erwähnen, dass er seine Soundeffekte für möglichst performancelastige Begrüßungen alles selbst produziert, und zwar ohne Strom, ohne Computer, nur mit seinen biologischen Mitteln. Ja, die sind bei mir gegeben. Und wenn ihr auch Teil des Rock-Fanclub, Geräusch-Fanclub seid, dann, wie sagen die YouTube-Pros immer, lasst ein bisschen Liebe da. ja, es kommt jetzt auch bald ein Zweitkanal, der heißt Rock-Geräusche, ist ein ASMR, und da geht es dann so, weiß nicht, duschen mit Rock, wie duscht man richtig, und wie öffne ich wirklich, ohne einen Arm zu verlieren, eine Thunfisch- oder Nuri-Dose oder so Klassiker wie wie starte ich mein Weltenfahrzeug oder meine PlayStation 2, ohne den gesamten Häuserblock in die Luft zu sprengen. Also wirklich Tipps aus dem Leben, für das Leben. Schön. Und mit einer schönen Geräuschummantelung. Und man muss an dem Punkt auch sagen, wie gehe ich richtig aufs Klo? Der Zweitkanal wird nicht Rocks Geräusche hassen, sondern Rockräusche. Rockräusche? Genau das. Wir sind hier in der gefundenen Sci-Fi-Playlist. Du siehst gerade Folge 18. Beim letzten Mal gab es ein fantastisches Special von einem Alien vs. Predator Comic aus dem Jahre 1995. Und hier und heute geht es wieder zurück in die Science-Fiction-Zeit um 1900. Ich habe es jetzt, muss ich gestehen... Da liegt fast 100 Jahre dazwischen, was sagst du dazu? Verpennt. Ich glaube, wir sind hier wieder im Jahr 1908. Denn wir schauen uns heute weiterhin an die Erzählung Die Reise zum Mars von Hans Dominik. Ein kurzer Blick in das bisher Gelesene. Das war nämlich in Folge 14... haben wir uns den ersten Teil dieser Erzählung angesehen. Das war nämlich die Geschichte mit dem Pariser Marspreis aus dem Jahr 1894, der gestartet ist mit einem Preisgeld von 100.000 Mark. Also ging darum, die erste zuverlässige Kommunikation zwischen Erde und Mars herbeizuführen. Und dieser Preis war 220 Jahre, genau, auf 10 und 10 ist 10, ja. Anmerken, ich habe im linken Nasenloch, also von mir aus gesehen, ein Haar, und das stört mich seit ungefähr 2 Stunden, und in die letzten 3 Minuten stört es mich unheimlich. Wollte nur mal so als Zwischeninfo preisgeben. Genau. Folgt dem Patreon-Link, ich brauche einen Nasenhaartrimmer. Meiner hat 7 Euro kostet beim Hofer. Weil. Und der Marspreis ist mittlerweile 210 Milliarden Franken schwer. Und es ist natürlich klar, was passiert. Da kommt irgendein genialer Wissenschaftler, der glaubt, er ist der Oberchief, und hat den Kurator des Marspreises aufgesucht, einen gewissen Monsieur Charles Durand, französisch, wer es kann. Und ja, wir befinden uns im Jahr 2109, und mitten in dieser Erklärung haben wir das letzte Mal in Folge 14, also nicht das letzte Mal, sondern in Folge 14, Schluss gemacht. Und genau hier geht's jetzt weiter. Theoretisch haben Sie zweifelsohne Recht, begann Mission Durand jetzt. Aber überlegen wir uns einmal, wie lange die Reise dauern wird.
Gesetzt in dem Fall, Sie nehmen den Augenblick großer Marsnähe zum Zeitpunkt der Abreise, so müssen Sie immerhin 7 Millionen Meilen durchfahren. Gesetzt weiter den Fall, Sie reisen vom Äquator ab, wo selbst die Tangentialgeschwindigkeit der Erde etwa 4 geografische Meilen in der Sekunde beträgt, so brauchen Sie immerhin noch rund 1.800.000 Sekunden oder 20 Tage und 20 Stunden. Das würde zeitlich nicht zu lange sein. Nicht länger als noch vor 200 Jahren die Dampfschifffahrt über den stillen Ozean dauerte. Aber weitere Einwände sind zu machen. Zunächst finden Sie keinen Punkt der Erdoberfläche, dessen Tangentialbewegung für die Zeit der Marsnähe genau auf den Mars gerichtet wäre. Dazu sind die Ebenen beider Planetenbahnen und die Achsen beider Planeten zu sehr gegeneinander geneigt. Die Punkte, welche für solche Abreise allenfalls in Betracht kommen würden, haben die 3- bis 4-fache Entfernung der Marsnähe zur Voraussetzung. Ferner aber, wie wollen Sie mit Ihrem abarischen Fahrzeug, das nun in der Sekunde 30 Kilometer zurücklegt, auf dem Mars landen, ohne zugrunde zu gehen? Entweder Sie verfehlen die Marsscheibe und treiben dann verloren in die Unendlichkeit hinein, wenn Sie nicht vorher nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit in die Region der Planetoiden von irgendeinem Boliden oder irgendwelchem im Weltraum treibenden Felsgetrümmer zerschmettert werden. Diese Aussicht ist wenig erbaulich, aber auch die zweite ist nicht schön. Treffen Sie wirklich die Marsscheibe, so muss Ihr Fahrzeug durch den Aufprall gleichfalls zerschmettert werden und Ihre Expedition findet ein ruhmloses Ende. Ja, also hier die Überlegung, wie gesagt, die Antriebstechnologie ist basiert darauf, ein Objekt von der Schwerkraft der Erde zu befreien. Und wenn man hier redet von der Äquatorialgeschwindigkeit, wenn man sich die Erde als Erde vorstellt, also als drehendes Ding, dann die Annahme, dass am Äquator, wo die Erde am dicksten ist, auch die Geschwindigkeit, mit der sie sich dreht, am größten ist, muss ich mal merken, ist gut. Und deswegen der Start von der Äquatorialebene am besten ist, weil man Geschwindigkeit mitbringt. Genau. Und was er hier gefragt hat, ist die Tatsache aber, dass die Linie, die vom Start am Äquator losgeht, nicht auf den Mars zeigt. Sprich, es geht um den Start, aber was keine Rolle spielt, sind Kurskorrekturen im All draußen. Ihre Auslassungen sind durchaus gerechtfertigt, warf jetzt Dr. Müller ein, also der heroische Wissenschaftler. Aber Sie wissen noch nicht alles. Darf ich Sie noch einmal um eine abarische Karte bitten? Also die Karte, Visitenkarte, mit der er seine Erfindung demonstriert hat. Ich habe hier in diesem Fläschchen eine ganz besondere Flüssigkeit, welche die Atomlagerung stark beeinflusst. Ich bestreiche die Karte damit und Sie sehen, dass sie jetzt liegen bleibt. Sie steht wieder unter dem Einflusse der Schwerkraft. Ihre Atome haben sich so weit verlagert, dass die Schwerkraftstrahlen nicht mehr glatt hindurchgehen, aber auch nur ebenso weit. Sobald ich diese zweite Flüssigkeit, welche ich hier in einer anderen Flasche mit mir führe, darüber streiche, klappen die Äthergänge gewissermaßen wieder auf. Die Karte steigt wieder in die Höhe. Um es also kurz zu sagen, ich werde auch mein Marsschiff nach Belieben der Schwerkraft unterwerfen und es ihrem Einfluss entziehen können. Damit aber bieten sich mir ungeahnte Möglichkeiten. Ich brauche keineswegs in einem Bummeltempo von 30 Kilometern in der Sekunde zum Mars zu fahren. Eine Grenze ist mir ja hier nicht gesetzt. Fahren doch einzelne Sternschnuppen mit 300 oder mehr Kilometern in der Sekunde durch den Raum. Ich kann einen Augenblick zur Abfahrt wählen, in dem unser Mond mir bequem im Wege liegt. Und diesen kann ich dann als die große Stellweiche für die Einfahrt in das Geleise zum Mars betrachten. Von der Erde nehme ich zunächst die Richtung in die Nähe des Mondes. Sobald ich in den Bereich seiner Anziehungskraft gelangt bin, kann ich mein Fahrzeug wieder schwer machen und mit quadratisch gesteigerter Geschwindigkeit in seine Nähe stürzen. Sobald mein Fahrzeug dabei eine Geschwindigkeit von etwa 200 Kilometern und die genaue Richtung auf den Mars erlangt hat, werde ich die Schwerkraft wieder abstellen und in sausender Fahrt dem Mars zueilen. In wenigen Stunden kann ich ihn erreicht haben, dicht an ihm vorbeigehen und im Augenblicke des Vorbeigangs die Schwerkraft wieder anstellen. Sie wird jetzt bremsend auf meine Geschwindigkeit wirken, wobei mir die beiden Marsmonde noch besonders gute Dienste leisten werden. In dem Augenblick, da die Anziehungskraft des Mars überwiegt und ich langsam auf ihn zurückfalle,
kann ich dann die Schwerkraft ganz abstellen und nun nach dem Gesetz der Trägheit allein sanft auf seiner Oberfläche landen. Jo, also hier kommt einiges vor, vor allem einmal der ziemlich spannende Glaube, dass die Gravitation eine Erscheinung ist, die Strahlen hat, also die auf Strahlen basiert, so wie Sonnenstrahlen. Und der Glaube, dass man die Atome eines Körpers so verändern kann, dass die Schwerkraftstrahlen eben nicht hindurchdringen. Aber was hier auf jeden Fall schon spannend ist und auf jeden Fall auch näher an der tatsächlichen Wissenschaft liegt, ist so der Plan, den Mond zu verwenden als große Stellweiche für die Einfahrt in das Geleise zum Mars. Ist natürlich eine Analogie aus dem Eisenbahnwesen, ganz klar. Aber was hier angedeutet ist, nennt man in der Raumfahrt Swing-By-Manöver. Wer sich ein bisschen auskennt mit Raumfahrtgeschichte oder schon mal den Namen Apollo 13 gehört hat. Weil bei Apollo 13 irgendwas, Sauerstofftank, glaube ich, irgendwas ist explodiert während der Fahrt. Sie konnten nicht am Mond landen. Was sie aber stattdessen gemacht haben, ist ein Swing-By-Manöver. Sprich, sie sind um den Mond herum geflogen. Und sind wieder zur Erde zurück, weil es treibstoffsparender war, ich glaube, so war die Geschichte, als wenn sie direkt umgedreht wären. Okay. Also Swing By, also so die quasi. Anziehungskraft benutzt haben, genau. Um das Manöver zu fliegen. Genau, und das ist ein Mittel auch für Satelliten, um einfach Kurse durch Sonnensystem zu berechnen, dass man einfach sagt, man startet an Punkt X und legt dann irgendwie einen Kurs fest, dass man an der Venus, an irgendeinem Planeten Schwung holen kann, wenn es zum Beispiel rausgehen soll, das äußere Sonnensystem. So, genau. Wie heißt das Manöver? Swing-by. Swing-by, okay. Swing-a-ding. Nicht schlecht gedacht, unterbrach ihn Monsieur Durand. Aber nun einmal geschäftlich gesprochen. Aus welchen Mitteln wollen Sie die Kosten der Expedition bestreiten? Das Mars-Kuratorium darf statutenmäßig den Preis nur für die gelungene Kommunikation auszahlen. Und ganz im Vertrauen gesagt, das Mars-Kuratorium hat gar kein Interesse daran, dass der Preis überhaupt jemals zur Auszahlung gelangt. Augenblicklich sind wir unabhängige Herren eines Riesenvermögens, beinahe die Herren der Welt. Gewinnt morgen irgendjemand den Preis, so sind wir entweder seine Untergebenen oder wir müssen an anderer Stelle von vorne anfangen. Ich denke, Sie verstehen. Ich verstehe, erwiderte Dr. Müller. Und deswegen bin ich zu Ihnen gekommen. Sie werden ohne weiteres einsehen, dass ich aufgrund meiner Errungenschaften das Unternehmen einer Mars-Expedition mit anderen Kapitalisten bewerkstelligen könnte. Natürlich würden diese ihre Bedingungen machen. Ich würde den Preis gewinnen, aber jene würden den allergrößten Teil davon beanspruchen. Sie wären ihn jedenfalls los. Also denke ich, wir einigen uns. Und in welchem Sinne? Fragte Monsieur Durand. Sie stellen mir alle Mittel zur Durchführung der Expedition zur Verfügung. Dafür machen wir einen besonderen Vertrag, demzufolge ich verpflichtet bin, von dem rechtmäßig gewonnenen Preise 75% an die juristische Person des Kuratoriums geschenkweise abzuführen. Gemacht! Rief Monsieur Durand und ließ den Syndikus des Kuratoriums kommen, um sofort alle darauf bezüglichen Verträge festzulegen. Jo, also, er könnte auch zu anderen Kapitalisten gehen, nur müsste er denen dann wahrscheinlich viel mehr geben. So das klassische Problem, ein Gründer, und der braucht halt einen Investor. Und jetzt würde er einfach denselben Kerl, der den Preis auszahlt, als seinen Investor ködern, damit er sie begnügt mit 25% von 210 Milliarden Franken. Der Rest ist Mathematik. Und jo. Gut, wir genehmigen uns noch ein bisschen mehr Action in Kapitel 3. In den nächsten Monaten herrschte in einem der großen Fabrikwerke des Mars-Kuratoriums lebhafte Tätigkeit. Maschinen schnurrten, elektrische Ströme flossen und in einem Geheimlaboratorium saß Dr. Müller, braute, hantierte und mischte wie ein Apotheker von Profession. Das Material, welches aus den Werkstätten hervorging, ein besonders zäher und fester Spezialstahl, unterschied sich äußerlich nur durch einen leichten Opalschimmer von dem gewöhnlichen Stahl. Aber er war in seiner Struktur verschieden von ihm. Bereits einmal abarisch gewesen, konnte er jeden Augenblick durch einfaches Besprengen mit der entsprechenden Flüssigkeit wiederum den Schwerestrahlen entzogen werden. Aus diesem Material wurde nun das Raumschiff gefügt. In der Hauptsache ein kugelförmiger Körper, der im Inneren alle Bequemlichkeiten für die Reisenden enthielt.
Selbstverständlich waren die erforderlichen Apparate für Lufterneuerung, Beheizung, Beleuchtung und so weiter reichlich vorhanden. Die Arbeiten gingen flott vonstatten und in wenigen Monaten war das Raumschiff vollendet. Um diese Zeit trat Monsieur Durand mit neuen Plänen hervor. Einmal wollte er Dr. Müller nicht allein fahren lassen, sondern die Reise mitmachen. Wenn man sich erinnert, wie behaglich ihrer Zeit die drei Freunde Jules Vernes, die Amerikaner Barbicane und Nicol, sowie der Franzose Michel Ardan zum Monde reisten, so wird man eine derartige Vermehrung der Reisegesellschaft gewiss nur mit Freude begrüßen können. Aber Monsieur Durand ging noch weiter. Er hatte sich immer mehr und mit liebevollster Aufmerksamkeit in die müllerischen Pläne versenkt und war jetzt in der Lage, einen wertvollen Verbesserungsvorschlag zu machen. Es war ihm die Idee eines Richtrohrs gekommen. Ließ man das Fahrzeug frei abschweben, so musste es ja durchaus tangential fliegen. Ließ man es dagegen aus einem Rohr auslaufen, so konnte man seine Richtung innerhalb ziemlich weiter Grenzen beeinflussen. Man konnte ihm sofort eine Richtung geben, welche es direkt ans Ziel führen musste. Auch Dr. Müller musste das Zutreffende dieses Vorschlags einsehen, und so wurde denn jene Vorrichtung erbaut, welche unser farbiges Titelbild besser als alle Worte erklären können zur Darstellung bringt. Warum hat man da jetzt kein farbiges Titelbild zum Anschauen? Wir sehen auf ihm das gewaltige teleskopartige Rohr, aus welchem das Fahrzeug vor wenigen Sekunden ausgefahren ist. Ja, das ist halt so ein Punkt, weil der Text schon seit einer Weile urheberrechtsfrei ist und ich den damals für meine Uni-Arbeit aus dem Internet geinternetet habe. Den hast du geinternetet? Jo. Doch greifen wir den Ereignissen nicht vor. Der Bau von Richtrohr und Weltraumschiff wurde sachgemäß durchgeführt. Dann wurde das Richtrohr im Kongo-Staate, am Kongo-Flusse selbst, gerade an der Stelle, an welcher dieser den Äquator schneidet, aufgestellt und dorthin auch das Raumschiff gebracht. Über all diese Vorarbeiten waren nahezu 2 Jahre verstrichen. Und im Herbst des Jahres 2110 war alles zur Abfahrt bereit und der Mars in günstigster Nähe. Der Tag der Abfahrt war herangekommen und bereits am hellen Vormittage war die Richtung des Rohrs nach der Berechnung der Astronomen erfolgt und die Abfahrtszeit auf die Minute und Sekunde festgelegt. Das Raumschiff selbst lag in dem riesigen Gleitrohr und war bereits völlig abarisch gemacht. Ein gewaltiger Verschlussriegel war vor dem Schiff quer durch das Rohr gezogen und eine geschäftige Mannschaft bereitete alles zum eigentlichen Stapellauf des Raumschiffs vor. Ein gewaltiger elektromagnetischer Apparat stand neben dem Rohre, genügend stark und geeignet, den Sperrriegel im gegebenen Zeitpunkt blitzschnell herauszuziehen und dadurch dem Schiff freie Bahn zu bieten. Die elektrische Leitung führte zu einem eleganten Druckknopf. Hier sollte der Präsident des Kongo-Staats als der Landesherr der Abfahrtsstation in der gegebenen Sekunde den Strom wirken lassen, das Schiff vom Stapel lassen. Und hier an dem Punkt nochmal ein kurzer Einschnitt, denn wir reden hier natürlich, also der Text stammt aus dem Jahr 1908. Es ist vom Kongo-Staat die Rede, 1908, Zeitalter des Imperialismus, europäische Mächte teilen sich Afrika auf. So jetzt kein historischer Exkurs werden. Ich will damit nur sagen, wer dieser Landesherr ist. Der Text ist aus dem Jahr 1908 und das hat sich halt alles verändert über die Zeit. Okay. Um die Mittagsstunde erschienen die beiden Marsreisenden Monsieur Durand und Dr. Müller, um in ihrem Raumschiff Platz zu nehmen. Es braucht nicht erst besonders erwähnt zu werden, dass das Innere dieses Schiffes alle die Einrichtungen und Bequemlichkeiten bot, auf welche Weltraumreisende nun einmal berechtigten Anspruch haben. Selbstverständlich sorgten Sauerstoff- und Eznatron-Apparate, die sich ja bereits im 20. Jahrhundert auf einer großen Höhe der Ausbildung befanden, für dauernde vorzügliche Luft. Ebenso waren Schutzvorrichtungen gegen die Kälte des Weltraums und Einrichtungen für die Beleuchtung getroffen. Proviant und Luftvorrat waren für ein halbes Jahr an Bord. Während dieser Zeit mussten die Reisenden irgendwo festen Fuß gefasst haben oder wieder zurück sein. Jetzt saßen sie im Raumschiff und harrten des nahen Zeitpunkts der Abreise. Jo, sie harrten des nahen Zeitpunkts der Abreise. Was natürlich jetzt nicht hier erwähnt ist, ist die wichtige Frage, ob es auch einen Locus gibt. Ja.
Glaubst du, dass das in den Texten irgendwann einmal vorkommt, dass auch da an das, an solche Basics gedacht wurde? Nein, glaube ich nicht. Nein. Es erscheint mir dadurch, dass das sehr, oder bis jetzt das sehr, sehr politisch einiges vorkommt, das eher nicht. Dass der geneigte und gebildete Leser davon ausgeht, dass Es auch einen Lokus gibt. in den 2 Jahren sicher mal wer dran gedacht hat, hey, warte mal, die müssen ja gar nicht da oben, also Häseln? heißeln. Und wir sollten heißeln einbauen. Wir schauen uns noch das 4. Kapitel an, das eh etwas kürzer ist. Um 1:15 Minuten erschien der Präsident des Kongo-Staats mit seinen Begleitern und ließ sich im Fahrstuhl auf die Plattform eines turmartigen Gerüstes befördern, während er mit seiner Umgebung, zu welcher auch der Direktor der Sternenwarte vom Kilimandscharo gehörte, im Gespräch blieb, rückte der Zeiger an der Uhr allmählich weiter. Um 1:20 Minuten legte der Astronom sein Chronometer auf den Tisch neben den elektrischen Druckknopf. Um 1:25 Minuten blieben Minuten- und Sekundenzeiger auf der Uhr des deutschen Astronomen stillstehen und setzten sich erst nach etwa 10 Sekunden wieder in Bewegung. Soeben habe ich mit Hilfe der drahtlosen Telegrafie die Sternwartenzeit vom Kilimandscharo bekommen, bemerkte der Astronom. Das Chronometer ist jetzt maßgebend für die Abfahrt des Raumschiffs. Das ist maßgebend. Es ist maßgebend, ja. Um 1:30 Minuten begann der Präsident, den Sekundenzeiger des Chronometers zu beobachten. Als der Zeiger die 20. Sekunde passierte, drückte er auf den Knopf. In demselben Augenblick vernahm man einen schrillen Klang. Ein gewaltiger Riegel flog zur Seite und schimmernd und opalisierend drang das Raumschiff einem riesigen Geschosse gleich aus dem Rohr. Etwa mit der Schnelligkeit einer Rakete, ja, stieg es schräg in die Höhe, um nach wenigen Sekunden der Reichweite des unbewaffneten Auges zu entschwinden. Wiederum war ein Sendbote zum Mars entlassen, trieb ein Gebilde von Menschenhand in den Weltenraum. Die Frage, ob es glücklicher sein würde als seine Vorgänger, beschäftigte alle Herzen und lag auf allen Lippen. Vorläufig indessen konnte man nichts anderes tun als abwarten, und man verkürzte sich die Zeit wirksam, indem man sich zu einem feierlichen Bankett begab, welches das Mars-Kuratorium zu Ehren der Abgereisten veranstaltete. Man trank auf das Wohl der Herrn Durand und Dr. Müller, ebenso wie auf das des Mars und seiner hypothetischen Bewohner. Während man noch beim Nachtisch saß und über die Vorzüge des Kapweines und der Reben vom Rhein praktische Untersuchungen anstellte, lief eine Depesche der deutschen Sternwarte vom Kilimandscharo ein, der zufolge man das Raumschiff an der Mondscheibe vorüberziehen und hinter derselben verschwinden gesehen habe. Neue Toaste wurden darob ausgebracht, und erst in später Abendstunde trennte man sich vom gemeinschaftlichen Mahl. Zwei Anmerkungen. Erstens, ich finde das Wort opalisierend urschön. Das glaube ich, werde ich jetzt in mein Wortrepertoire, was ist ungefähr aus, Drei. ich wollte ungefähr 40 bis 50 Buchstaben zusammensetzt, werde ich das aufnehmen und sehr cool finden. Ich finde es aber nur interessant, dass man davon ausgeht, also wie groß ist das Raumschiff gewesen? Wird das irgendwo beschrieben? Ich finde einfach nur den Vergleich irgendwie gerade so faszinierend. Also es ist ein wirklicher Vergleich, aber ich finde diese Denkweise so cool. Man schafft es, ein riesiges Raumschiff binnen Sekunden aus einer Kanone zu schießen, und binnen Sekunden ist es mit freiem Auge nicht mehr zu erfassen. Auf der gleichen Seite müssen die Deutschen per drahtloser Telegrafie, glaube ich, war der genaue Wortlaut, geben uns Bescheid, sie haben es dort an der Mondscheibe vorbeiflitzen gesehen. Nicht wirklich eine Kommunikation dazwischen. Na, passt schon, dann fressen wir uns auf mal weiter. Wird schon alles gut gehen. Das finde ich irgendwie interessant, so ja, wenn man die zwei technologischen Fortschritte oder die zwei Gegebenheiten irgendwie so vergleicht. Man merkt an diesem Punkt ganz einfach, das Ding spielt zwar im Jahr jetzt 2110, nur
der Autor, der Hans Dominik, ist wenig dran gewesen oder hat sich nicht vorstellen können, zukünftige Technologien einfach vorauszuahnen. Also er hat halt bekannte Technologien der Zeit genommen und hat einfach gesagt, die gibt es 200 Jahre später noch genauso. Mhm. Drahtlose Telegrafie. Ja. Und ja, aber so die Anmerkungen, das habe ich jetzt ganz kurz vorher befürchtet, politisch wird es eigentlich eh nicht. Es ist zwar die Rede vom Präsidenten des Kongo-Staats, wie auch immer der Kongo-Staat 1908 ausgesehen hat, also was sich da verändert hat oder was auch nicht, deswegen vorher die Anmerkung mit Imperialismus und so. Man merkt aber hier, dass es eine Erzählung sein soll und kein Roman, weil wenn es ein Roman wäre, würde man vielleicht Personen folgen, die auf diesem Parkett sind, Bankett. Und vielleicht vom Staat ein paar Sachen mehr erfahren, ein paar Details mehr. Also man merkt hier am Stil dieses Textes dann schon, dass es eine kürzere Sache sein soll, ein bisschen gediegen und nicht megamäßig lange. Okay, wir steigen damit an dieser Stelle aus mit, was war das jetzt, Kapitel 4. Mit Kapitel 5 geht es weiter, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aber es ist auf jeden Fall kein Roman, deswegen wird er sich auf absehbare Zeit auch beenden lassen. Denn natürlich, sie sind jetzt gestartet, sie sind an der Mondscheibe vorübergezogen. Mhm. Und was sich hinter der Mondscheibe befindet und verbirgt, sehen wir dann einfach an anderer Stelle wieder zu einem späteren Zeitpunkt. Dafür. Das sind die Nazis on the dark side of the moon, das wissen wir doch alle. Dafür stehen wir mit unserem Namen, ja. 1908. Mhm. Entschuldigung, 2110. Sind jetzt nur immer dort. Mhm. Wird der Film kassen, der das... Iron Sky? War Iron Sky, stimmt. Das und der Benjamin Franklin Vampirjäger, die zwei sind ungefähr gleich dumm. Und auch zur selben Zeit rausgekommen. Ah, ja. Also 2009, 10 und so. Nun gut, damit geht eine fantastische Folge einmal mehr zu Ende. Und wenn ihr auch gespannt seid darauf, welche zukünftigen 1900 Space-Abenteuer uns erwarten werden, schaltet wieder ein. Hier auf Gefunden Games. Ganz ehrlich. Insofern, wir haben uns jetzt beide wieder erhoben. Weil dafür stehen wir mit unserem Namen. Und wir danken auch den lieben Österreicherinnen und Österreichern. Aufs Allerherzlichste. Bleibt uns treu. Und in diesem Sinne, grüß euch. Und tüdelü.